Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Liebe Community, heute nehme ich euch auf eine kleine Weltreise mit. Sagen wir, eine kleine Reise durch NRW. Ja, wir fahren als erstes nach Düsseldorf, dann fahren wir zurück nach Leverkusen und fahren dann von hier aus nach Bonn. Ja, in Düsseldorf werden wir erst einmal einen netten, hübschen, korrekten Bruder kennenlernen. Die meisten von euch kennen ihn. Bleibt einfach dabei und wir sehen uns gleich. So, liebe Community, ich bin gerade in Düsseldorf angekommen, hier am Düsseldorfer Hafen, wunderschöne Ecke und neben mir noch ein wunderschönerer Mensch, Mashallah. Assalamu alaikum zusammen, mein Name ist Islam. Ich bin heute hier eingeladen, ja, konnte aber nicht so lange bleiben, ihr wisst, es geht gleich nach Bonn, aber natürlich hat der Islam mir was mitgebracht, ich habe ganze drauf gepocht, das ist jetzt schon Jahre, dass ich die Brüder nerve, ich so, wann kommt endlich eure Marke raus, ja, und Mashallah, die haben es endlich durchgezogen und haben ihre Marke rausgebracht. Ich freue mich und natürlich supporten wir die Brüder und holen uns die schönen Sachen. Und der Islam hat hier einen von den Hoodies dabei. Genau, so sieht Arrête de Coeur, Herzstillstand. Richtig. Die Story dahinter ist auch richtig krass. Ja, ich will die jetzt hier nicht spoilern, ne? Das machen die Jungs selber, inshallah. Inshallah, ja. Und ich sag nur, das ist der Herzstillstand für alle anderen Marken, inshallah. Definitiv, Leute. Und ich gönne mir auf jeden Fall meinen neuen Hoodie. Inshallah, auch hole ich mir auch noch andere Sachen von den Jungs. Macht's auch und wir sehen uns in Bonn. Und definitiv, Bruder, Islam hat mich gefreut. Ja. Mich ebenfalls, mein Bruder, danke schon. Pass auf dich auf und schöne Grüße an die Brüder. Mach ich, mein Bruder, du auch. Ja. Schöne Grüße. Dankeschön an die ganze Community. Unterstützt dich nur. Er ist ein super Mann, super Typ. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß. Pass auf euch auf, bleib gesund. Ciao, ciao. Gerade unterwegs nach Bonn. Ich hab doch gesagt, eine kleine Weltreise heute. Neben mir am Start, Amin, ihr kennt ihn aus meinen Umrah-Vlogs, an anderen Vlogs, ist bekannt auf meinem Kanal, Mashallah, ja, immer an meiner Seite, bester Mann. Und wie ihr seht, hat er ganz kurze Haare. Woran liegt das, Amin? Alhamdulillah, ich habe vor ein paar Wochen meine zweite Umrah gemacht, im Ramadan, die letzten zwei Wochen. Mashallah, sehr gut, möge Allah annehmen, auf jeden Fall, Amin. Du warst wieder Umrah machen, wie war es diesmal? Du warst im Herbst mit mir, wie war es diesmal? Gibt es eine Sache zum Kritisieren, es war sehr, sehr unheimlich voll, also auch unangenehm. Ich habe mit den Polizisten dort geredet und die haben gesagt, dass es dieses Jahr voll als ein Hajj war. Nach dem Asr-Gebet hast du kaum Platz mehr gefunden. Also wenn, von Asr, wenn du nicht Asr kamst, kannst du nicht mehr Maghrib rein, nicht mehr Isha rein, nicht mehr Tarawih rein. Und wir sind von Isha bis zur Fajr geblieben. Wir sind bis Fajr geblieben und wir sind von Fajr dann ins Hotel gegangen und die Leute sind einfach an Fajr, sind die zu Duhur da, sind die schlafen gewesen, die haben Decke mitgenommen, alles. Ich plane inshallah dieses Jahr wieder eine Umrah. Es wird um Herbst herum sein. Ihr könnt gerne mitkommen. Verfolgt einfach weiter meine Kanäle. Ich werde das rechtzeitig bekannt geben, die Website zum Anmelden und so weiter. Also bleibt gespannt, wenn ihr mitkommen wollt. Und Amin, kommst du mit? Inshallah, also ich kann euch nur ans Herz legen, mit Zakaria eine Umrah wie im Oktober. Ich glaube, die werde ich nie wieder in meinem Leben haben. Organisatorisch top. Und ein Vorteil ist wirklich Bombe. Zakaria hat dort interne Kontakte, weil er selber 7 Jahre dort gelebt hat. Also werdet ihr Sachen machen, die ihr sonst mit anderen Organisationen niemals machen werdet. Ewachen. Und jetzt geht's nach Bonn und jetzt gleich genießen wir was schön Leckeres dort. Assalamu alaikum. Mashallah. Bonn lebt. Oh, Bruder, wie geht's dir, Bruder? Der Best, das ist der Beste, der Mann. Kennt ihr noch? Du auch, bester Mann. Der macht die besten Burger, Bruder. Komm, wir warten. Oh, Bruder, mach mal. Wie groß bist du, Mashallah? Ich hätte gedacht, wie geht's dir? Assalamu alaikum. Der Gil ist auch heute hier, auch einer unserer Gäste. Danke für die Einladung. Wirklich, das sieht richtig, richtig cool aus hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Salah, sieht nicht nur cool aus, schmeckt auch sehr gut. Inshallah, ich bin ganz sicher, das wird sein. Wir öffnen jetzt inshallah gleich den Laden und wir zählen runter. Alle zusammen und dann öffnet unser Bruder den Laden, inshallah, okay? Bruder, hier, bismillah. 3, 2, 1! Bismillah! Bismillah! So, jetzt immer 2, 2, immer rein in den Laden, ja? Nizar in the house, mashallah. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin bezahlt worden, um hier zu sein. Er kriegt dickes Geld dafür. Deswegen, ich koste nur 1 Euro.
Wenn ihr mich buchen wollt, 1 Euro. Ich bin 1 Euro. Ich bin der 1 Euro Guy. Ich bin der wahre 1 Euro Guy. Ich koste 1 Euro. Ich selber meine Existenz. Das Coole immer an unseren drei Haas-Filialen ist, dass sie Gebetsnischen haben oder einen Gebetsplatz. Ja? Das ist natürlich unser erstes Haar. Dafür stehen wir. Nicht nur halales Essen, sondern auch halal Environment. Moin, ich bin Till. Till, du bist heute unser Gast hier bei der Neueröffnung in Bonn bei drei Haas. Wie war der Burger? Der Cheeseburger hat sehr geschmeckt und ich fand es auch richtig geil, dass der halt einfach halal ist. Das findet man nicht so häufig, da achten halt wenige Leute drauf. Ja. Deswegen. Sehr cool, dass du das gut findest. Nächstes Mal den 3-Haas-Burger bitte probieren, das ist nämlich grandioser Burger mit Bacon. Wir sind aber wegen was anderem jetzt hier, ja? Seht ihr schon diese schöne Flasche hier, die Danakil Hot Sauce Erter Ale. 3 Millionen Scoville. Er möchte unsere Danakil-Soße testen. Ihr wisst, wir sind nämlich diejenigen, die die Hot-Eating-Challenge machen. Ab dem 1.6. deutschlandweit suchen wir den schärfsten Esser Deutschland und der Gewinner bekommt eine Rolex Datejust im Wert von 15.000 Euro. Bewerbt euch, liebe Leute, schickt uns Videos, zeigt, dass ihr die Crazy Eater, Hot Eater seid. Du fängst heute an, ja? Let the show begin. So, ich glaube, das reicht wahrscheinlich schon. Ich habe Angst. Ich glaube, das ist schon fast zu viel. Eins. Ich werde hier beeinflusst. Zwei. Drei. Und? Ich habe nicht so viel genommen. Wir machen zusammen, Till. Ich mache noch ein bisschen mehr. Okay, er übertreibt direkt. Ich probiere auch mal. Awola ist scharf. Aber jetzt, so langsam. Es ist scharf, Leute. Boah. Das kommt nach, das ist Richard-Effekt. Boah. Boah. Jetzt schon gut. Boah. Aber die Pommes sind geil. Ja. Boah. Also. Boah, das ist hart. Ich besorge mir jetzt Milch. Ne? Ich komm mit, ey. Oh. Liebe Community, ein weiter aufregender Tag geht wieder zu Ende. Ich bin komplett platt. Mein Magen, den habe ich kaputt gemacht mit dieser scharfen Soße. Das ist wirklich krass, obwohl es nur wenig war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Und erwartet spannende kommende Videos, inshallah. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.